Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Suikoden 3. Für mich beginnt heute nach längerer Pause eine neue Aufnahmesession. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube nämlich, dass wir heute ein bisschen Hauptstory-Action genießen können, da wir links und rechts alles, was ich optionales machen wollte, eigentlich schon abgeschlossen haben. Die wichtigste Frage wird jetzt aber hier gleich beantwortet, nämlich wen wir treffen in dieser North Cavern. Denn der Gedo, der wurde gerufen. Wir haben bisher aber keinen Namen oder irgendwas dergleichen gehört. Okay, sie sieht sehr glücklich aus. Achso, wegen dem Ausblick. Wow, amazing. So beautiful. That's strange. Was there a ship there? Vielleicht unser Schiff aus Butzehook? Ach, Salome und oh Gott, wie hieß der Kleine nochmal? Ich hab's vergessen. I've been waiting for you, Gedo. You're an Ironhead. Oh, da geht sie schon wieder in den Pitbull-Modus. Okay, kann sie bitte jemand festhalten? Ich wollte gerade sagen. Ironhead, oh yes, I am indeed the Saxon Knight Salome. But who is this little girl? She's... Ich glaube, sie kann für sich selber sprechen, aber bitte nicht handgreiflich werden. Ayla of the Karaya Clan, I never forgive you for what you did to my village. You burned it to the ground. That was very unfortunate. Oh, dass die richtige Wortwahl war. Unfortunate? Is that all you have to say? The whole thing was a plan gone sour. What plan? Too much to get into right now. Gedo, the information you and Wyatt sent me has been very useful. Oh, das ist gerade voll die schwere Situation, weil ich kann mir vorstellen, wie abgestellt sich Ayla gerade fühlt, die, wo einfach nur ganz beiläufig der Tod oder der Niedergang ihrer Heimat thematisiert wird. Oh, so halt ein gescheiterter Plan, so völlig nebenbei. Ich hätte es, glaube ich, gut gefunden, wenn Salome gar nichts gesagt hätte und meinte, lass uns zu einer anderen Zeit drüber sprechen. Da gibt es viel zu erzählen. Das wird der Komplexität hier gerade nicht gerecht oder so. Too much to get into right now. Gedo, the information you and Wyatt sent me has been very useful. Tell me about that plan. There were those who were not in favor of the armistice between Grassland and Saxon. Just prior to the treaty being signed, the chief of the Lizard Clan was assassinated and thus the whole thing turned ugly. We were there when the Lizard Clan chief was assassinated. We even fought against you knights. Whose plan was this then? Well, Louis, stimmt. Well, it was certainly not ours. But we saw Chris, the leader of the Saxon Knights, there as well. Chris was with us at the signing of the armistice. Even Chief Lucia saw her there. Among the enemy is someone who possesses powerful magic, the power to create illusions. Are you saying what we saw wasn't real? I've never heard of such magic. Footsteps. Was? Kontext? Fragezeichen. What is that, Jack? The knights we saw at the Lizard Clan didn't make any sounds when they walked. No footsteps. Das ist ja aufgefallen. Krass. Okay. Come to think of it, you said that at the time. So those knights weren't real? The pain we felt when we fought them sure was. After that, the Lizard Clan was in upheaval, and it shames me to admit this, but our knights went on a rampage against the Karaya clan. This is behavior that we never allow. I can feel the power of someone in the shadows even here. Then that woman, that sorceress, was responsible. Weiß sie nicht sogar, oh, ich erinnere mich gerade dunkel an eine Szene, wo Ayla Wache gestanden hat und die Sarah mit Anhang da irgendwie mit ihr gesprochen hat, aber ich weiß nicht mehr. Ich weiß die Details nicht mehr. Not just the sorceress we saw near Karaya Village, but also the masked bishop. I'm starting to get the picture. Gedo, I am sure that you were aware of all this.
Yes, but I didn't come all the way out here to meet with you just so you could tell me something I already know. Tell me something new, Salome. All right, if the enemy is a Harmonian bishop, we can expect an eventual invasion by the Harmonian regular army. If that happens, Grassland, as we know it, will be conquered in the blink of an eye. And then we have the Zexans. Yes, Harmonia probably considers us, the Zexan Federation, with our mere few decades of independence, as no more than an offshoot of a Grassland tribe. However, within the Council are people who are pushing us to make a secret pact with Harmonia, with the aim of splitting up Grassland between Harmonia and Zexan. Boah, da müsste ich mir jetzt eigentlich einen Flipchart aufstellen und damit Pfeilen und Begrifflichkeiten mir kenntlich machen, wer gerade mit wem Intrigen spinnt und mit wem zusammenarbeitet und zusammenarbeiten soll. Powerful people are all like that. The greater their power, the narrower their vision. Not everyone on the council is that way, but more and more members are being swayed. We can't allow anyone anywhere to scheme up wars for their own selfish reasons. First, I'll ask the pro-Harmonian faction within the council to push for a treaty with Grassland. Then we'll join forces with other Harmonian troops to resist the warmongers. Okay, so what do you want us to do? Come with me. Wie? Schließt du dich uns an? Oder wir uns dir? Die kämpfen aber beide nicht. Aber das hat wahrscheinlich auch gerade keinen Kampfkontext inne gehabt. Can you see the castle on the other side of the lake? Guck mal, jetzt wird dieser Ort doch noch wichtig. Yeah, where that ship ran aground. Also ich meine der Ort, wo wir hier stehen, nicht da, wo sie hingucken. Yes, the master of that castle has mounted a rebellion and we knights have been sent in to suppress it. Und das sollen wir jetzt übernehmen, oder was? Oder dabei unterstützen? You want us to help with that? No. Exactly the opposite. I want you to support their rebellion. What do you mean? Okay, er steht eher auf deren Seite und will einen guten Grund haben, warum er zurückkehren kann und sagen kann, die waren chancenlos und deswegen konnte er nichts machen oder so. Salome ist auf jeden Fall ein guter, zeichnet sich hier gerade ab. Also nicht, dass ich ihn vorher als urböse angesehen hätte, aber ich finde, das wird jetzt hier nochmal deutlicher, also was für Werte er vertritt. Thomas, the master of that castle, has created a free trading area within its walls for Zexan and Grassland merchants. Unfortunately, the council sees this as a form of rebellion. Of course, it is not those councillors seeking the pact with Harmonia who are accusing Thomas wrongfully. If they're not able to stop a rebellion at such a small castle... The power structure within the council will likely change. I see. But we're mercenaries who work for Harmonia. If Grassland disappears, there'll be no further need for a frontier defense force. I wouldn't be too happy about that. Ich kann mir das in der Praxis alles noch nicht so vorstellen. Wird das jetzt wieder auf so ein Scharmützel hinauslaufen, auf so einen Gefechtkampf? I'd best return. By now the council has probably gotten wind of my intentions. Mich würde interessieren, aber ich vermute mal ganz stark, die Antwort lautet ja, ob Chris weiß, dass Salome hier mit uns spricht. Vielleicht ist das in ihrem Chapter sogar schon angeteasert worden, dass das passiert. Aber Chris war ja zuletzt auch gar nicht mit Salome unterwegs. Also ich meine, vielleicht standen die trotzdem irgendwie in Kontakt. Aber ich glaube, sie würde gut finden, was er hier macht, falls sie es nicht doch schon weiß. The wind has probably gotten... ja, intentions, genau, das habe ich gerade schon gelesen. War mir gerade nicht mehr sicher. Da guckt der kleine Louis auf den großen Mann, der hier sehr mutig ist. Ne? Ist auch gefährlich, was er macht. Sich gegen die eigenen Reihen zu stellen. Well, I'm impressed, Captain. You're pretty well known. There's the Lizard Clan Chief, the Kariah Clan Chief, and now even one of the six mighty Knights of Zexan.
I've been around a while, you see. Kann man so sagen. Trotzdem hat er recht, was er sagt. Hey, Isla, we're about to go. Right. Worüber denkst du nach? Vielleicht weiß sie nicht, ob sie sauer sein soll auf Salome oder nicht. Vielleicht überfordert es sie gerade, dass es nicht immer nur schwarz und weiß gibt, sondern auch einen großen Grauanteil. This plot, I don't understand what it means. Ja, du, so ganz sattelfest in Details bin ich auch nicht, aber du steckst natürlich mittendrin. Deswegen löst das bei ihr eine andere Betroffenheit aus, das ist schon klar. Ey, wir müssen nicht wieder zurücklaufen, ist das gut, ey. Wobei, auf Kämpfen habe ich jetzt Bock nach meiner langen Pause. I've thought about what we should do. I'll go back to Vinadel's Exe to get our supplies. Und der Rest? Ich will mich nicht trennen. Sure, and to flirt with more women. Solange er seine Arbeit nicht vernachlässigt, sehe ich darin kein Problem. Und solange das immer im Einverständnis mit den jeweiligen Frauen geschieht, ist das auch okay. So, warte mal, ich gehe mal einmal ganz kurz rein. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das Bedürfnis, auch weil wir beim letzten Mal ja gegen Ende so ein Duell hatten. Ich wollte nur gucken, ob hier vielleicht irgendjemand steht oder keine Ahnung, was ich mir davon erhofft habe. Okay, also ist jetzt unser Ziel Vinadel's Exe oder Butzehook Castle? Aufgrund der räumlichen Nähe würde ich einmal kurz hier vorbeischauen. Auch wenn wir, glaube ich, so gesehen nichts mehr brauchen, aber der Ace wollte doch jetzt hier noch was machen, oder? Warte mal, habe ich den noch im Team? Ja. Nicht, dass ich jetzt irgendeine Cutscene oder so verpasse. Also ich habe jetzt eigentlich nicht vor, die ganze Stadt nochmal abzulaufen. Jetzt haben wir auch mal wieder Musik. Nö, ich gehe dann wieder. Wenn ich jetzt irgendwas verpasst habe wegen diesem kleinen Hint, der da gerade kam, dann würde mich das schon ärgern, aber ich weiß halt nicht, wo genau er jetzt hin wollte, wenn das hier überhaupt irgendwie noch eine Bewandtnis hat. Vielleicht hat er das auch einfach nur so gesagt. Vielleicht war das der Hinweis, dass wir uns vorbereiten sollten, weil jetzt was Großes ansteht. Ich bin nicht mal mehr im Bilde darüber, was wir eigentlich noch leveln müssen, gegebenenfalls und alles und überhaupt. Aber wir waren doch, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Folge vielleicht auch im Bein in Vinadel's Exe. Warte mal, ich kann das doch auch hier gucken. Wie ging das nochmal? So. Wir haben eigentlich relativ viele Punkte. Kann es sein, dass ich eventuell gar nichts mehr zu leveln habe? Doch. Hey, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. In Vinadel's Exe gab es gar keinen Trainer. Deswegen haben wir hier noch so viele Punkte, weil manche Leute können noch ein bisschen was gebrauchen. Ich überlege gerade, ich gehe gerade so gedanklich den Aufbau der Stadt durch, aber nee, da hatten wir keinen. Ich habe das kurz mit Brass Castle verwechselt, wo du da unten in einer Kaserne, in Anführungsstrichen, keine Ahnung, ob man das so nennen kann, ja, so ein Bujutsu-Teacher hattest. Lass mich kurz überlegen. Bei der oberen Abzweigung war der Goro, hieß der, glaube ich. Ich müsste mal meinen Notizzettel auch wieder rauskramen. Der liegt hier gerade leider nicht neben mir. Aber den habe ich auf jeden Fall nicht weggeworfen. Vielleicht für die nächste Folge, spätestens für die nächste Folge, packe ich den nochmal raus. Aber es bringt mir auch alles gerade noch nichts, weil ich ja sowieso erst mal den Punkt erreichen muss, dass ich eine Vielzahl an Support-Characters nutzen kann und darauf zugreifen kann. Ich meine, vielleicht, wenn wir jetzt in Butzehook ein bisschen unterstützen und da vielleicht die Bande ein bisschen stärken, vielleicht werden sie uns im Anschluss, also vielleicht wird der ein oder andere Support-Character, den wir auf Thomas' Seite haben, vielleicht wird er uns auch unterstützen in unserer Godot-Truppe. Ich glaube, die meisten Leute habe ich in dem Let's Play bisher rekrutiert mit Thomas in diesem sehr ausgiebigen Kapitel, wo das, glaube ich, auch mit dem Rekrutierungsgedöns alles anfing. So, warte mal, lass mich mal kurz ins Menü gucken. Ich bin, wie gesagt, nach längerer Zeit jetzt mal wieder mit dabei. Was war hier eigentlich mein Masterplan? Oh, dieses Dragon Tail Ornament Ding. Das würde ich gerne jemandem anlegen, aber das ging, glaube ich, nicht. Sonst wird das hier nicht im Menü versauern. Ich gucke jetzt trotzdem mal kurz. Da steht überall Cannot Equip. Schade eigentlich. Ich brauche unbedingt einen Drachencharakter.
Ich habe so einen bestimmt schon. Und habe den gerade nur nicht im... Sinn. Oh, waren die stark? Ich glaube eigentlich nicht. Ich bin jetzt mal so mutig und gehe auf Auto. Aktuell bin ich noch nicht so gestresst. Das kommt dann wahrscheinlich, wenn ich wieder irgendwas suche in einem Gebiet oder so. Oder wenn ich mal eben schnell von A nach B mich bewegen will. Aber aktuell sind wir eigentlich auf Hauptstoryfaden unterwegs. Und da kann ich eigentlich ganz gut leben in allen Spielen. Mit Encountern, die das hier und da unterbrechen. Also man muss ja sagen, die Encounter-Rate, die ist hier noch relativ human. Wenn ich so an Let's Plays zurückdenke, wie zum Beispiel Tales of Destiny oder so, wo du wirklich, wirklich ohne Übertreibung alle zwei Schritte mal einen Kampf hattest. Ich weiß noch, ich habe damals wirklich Folgen aufgenommen. Über eine Stunde. Und dann hatte ich mir mal vorgenommen, wirklich den Großteil der Kämpfe rauszuschneiden, damit wir ein bisschen Progress erzielen. Und dann bin ich irgendwie bei 30, 35 Minuten nur gelandet. Und das ist schon ein Statement damals gewesen. Trotzdem geiles Spiel, überhaupt kein Bashing. Das ist von den alten Tales of Spielen immer noch mein absoluter Liebling. Und mit großer Wahrscheinlichkeit sogar in meinen Top 5 aller Tales-Spiele. Glaube ich, müsste ich mir nochmal Gedanken machen. Aufs Treppchen würde es nicht ganz schaffen, aber ich glaube, das wäre so meine persönliche 4 oder 5. So, dann Yasaplane. Ich hatte ja eventuell noch überlegt, wo ist denn das? Ach, hier Mount Haiyu. Ich dachte mir gerade die ganze Zeit, warum wird Great Hollow nicht angezeigt, aber ich war gerade voll falsch. Ich glaube, ich gehe nicht zu Great Hollow, weil ich das Geld auch gar nicht habe. Weil uns fehlt auch nicht mehr so viel. Aber wenn ich dann da stehe und es mir nicht finanzieren kann, was ich gerne hätte, dann brauche ich mich auch gar nicht erst auf den Weg zu machen. So, ich werde Ayla jetzt einmal sicherheitshalber heilen. Nicht, dass hier irgendein Supergegner sich vor uns wieder aufbäumt. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit diesen komischen blaufarbigen Drachen oder was das war gesehen. Den Namen jetzt vergessen, aber einzeln war der easy. Ich kriege aber nicht mal mehr zusammen, ob das jetzt hier im Yasaplane war. Ich glaube, das war aber in Plane Amur oder wie das hieß. Das werde ich aber jetzt nicht mehr zusammenkriegen. Vielleicht kreuzen wir hier auch nochmal seine Wege. Unsere Wege. Oh, das sind die, die mag ich. Die sind easy peasy wegzuklatschen und sehen irgendwie süß aus nach wie vor. Die haben wir nicht hier kennengelernt, das weiß ich noch. Die gab es in Kuput Forest. Das muss ich jetzt einmal erwähnen, um so ein bisschen zu signalisieren, dass ich mich überhaupt an irgendwas erinnern kann. Aber das wird schon. Das ist heute die erste Folge. Ich werde heute 3 oder 4 aufnehmen. Ich habe richtig Bock. Ich habe gute Laune. Ich gehe davon aus, dass wir heute, dass ich heute ein bisschen was an Aha-Momenten wieder mitnehmen kann. Und ich finde, auch wenn ich nicht so in allen Details so zu 100% drinstecke, ich finde, die Story nimmt gerade eine schöne Dramaturgie an. Also alles, was wir jetzt hier ansteuern, was unser nächstes Hauptstory-Ziel markiert, das verspricht irgendwie bedeutungsschwanger zu werden. Ich muss auf jeden Fall jetzt wirklich wieder anfangen. Eigentlich hätte ich das schon viel früher machen müssen, wirklich immer abzuspeichern. Weil ich glaube, jetzt könnte so langsam wirklich hinter jeder Ecke irgendein Duell warten oder irgendwas, keine Ahnung, wo man sich das halt verkacken kann, wenn man nicht richtig aufgestellt ist. Aber ich bin für den Worst Case vorbereitet. Ich will, glaube ich, trotzdem immer noch, oder auf den Worst Case vorbereitet. Der Satz klang gerade so kaputt, das hat mich selber abgelenkt. Ich werde trotzdem diese Duelle immer noch beim ersten Mal im Alleingang probieren. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen Druck natürlich auch, aber manchmal ist ein bisschen Druck bei schweren Stellen auch gar nicht so problematisch. Aber der Druck, der rührt hier halt daher, dass das ein bisschen kompliziert ist, dann das Spiel nochmal neu zu starten. Und ja, dafür kann das Spiel nichts. Das ist meinem Setup geschuldet. Aber ich nehme das trotzdem billigend in Kauf, weil es immer ein schönes Gefühl ist, wenn man so ein Duell ohne Hilfe und ohne Ablesen irgendwie gebacken kriegt. Und es hat bisher, würde ich sagen, in 3 von 5 Fällen ganz gut geklappt. I, the commander of the guards of Budohook Castle. Da steht gar nicht Butzehook. Warum?
We'll not allow Thomas to be taken. Cecile. Get this straight. You never take Thomas away. Never. Never. I'm sorry, but you have to get out of my way. As a member of the Zaxxon Federation, you should know that it's our job to obey orders. I don't care what you say. I'm the commander of the guards, appointed by Thomas. So, Thomas... Ich glaube, die Szene kennen wir aber schon, dass er es beschwichtigend auf sie einredet. Thank you, Cecile, but I'm no longer the master of this castle, so you don't have to protect me anymore. Und jetzt kommen wir. The sweetness of youth, I remember it so well. Hey, stop that melodrama. Can you find anything out? There's Leo and Percival, two of the six mighty Zaxxon knights. That youth over there seems to be Thomas, the master of the castle. I think he's being dismissed. The plot that Salome mentioned hasn't been carried out yet, right? A greedy power game is being played out in the council. There's no telling how it will go. Hey, something's happening. Was denn? Cease and desist. You're not going to resist the great Leo, are you? I'm one of the six mighty Zaxxon knights, you know. Das interessiert die Leute hier nicht. Cram it, I am Juan, Bujutsu Master of Budehoe Castle, and your talk doesn't scare me. Tja, Leo. Please, please, no more squabbling. If everyone would be so kind as to leave, we'll determine our future ourselves. Huh? Wow, ey. Dieser Typ, ey, ich finde den Icon zwischen irgendwie so lustig. Just leave before things get ugly. Ich sag mal, der hat auch seine Augenbrauen abrasiert. Kann das sein? Das ist doch mit ein Grund, warum der so creepy aussieht. Leo, what say you... Sagt man das so? What say you to going back and telling them that Thomas is determined to stay here? But... Ich glaube, Leo fühlt sich sehr in seinem Ehrgefühl gekränkt, wenn man jetzt mit dieser Botschaft wieder zurückgeht. If you keep swinging your axe around here, you only make things worse. I suppose. Tschüssikowski. Well, this could turn into a guerrilla war. That Thomas boy has a lot of guts. He may be quite a man someday. I don't know. I think he gave up too easily. Ich finde eher, dass hier gerade das ganze Dorf positiv hervorsticht und nicht Thomas explizit. Until we succeed in carrying out Salome's plan, we just have to buy as much time as we can. Yeah, that doesn't mean we can get directly involved in this either. No kidding, this isn't the Defense Force job. We've got to keep our identities hidden. If you're so worried about being found out, shut up already. Those knights are coming. Gar nicht auffällig. Vor allen Dingen, guck mal, da unten ist gar nichts abgesperrt. Da sieht man doch, dass da jemand steht. Oh Mann. Achso, die hauen ab. Alles klar. Ich dachte, die bleiben jetzt da stehen. Dann ist das was anderes. Dann habe ich nichts gesagt. Oder werden wir doch noch gespottet? We still serve the council, Percival. Sometimes we have to do things we don't like. And sometimes you need to bend a little, Leo. I think Salome is up to something. Aha. We should keep an eye on everyone. You never know when someone working for the council may do something stupid. Ich frage mich gerade, bei wem, also ich meine, auf dem Papier sind die Ritter, also die Knights, natürlich dem Council irgendwie verpflichtet. Aber wenn Salome auch denen gegenüber reinen Tisch machen würde, vielleicht könnte er die auch überzeugen, auf seine Seite zu wechseln quasi. Aber ich glaube, die sind loyal bis in den Tod, die Ritter, dem Council, oder? I'm not very experienced with this kind of thing. There's no doubt you're much better suited to wielding an axe. Hat der lange Haare, der Leo? Das ist mir vorher nie so aufgefallen. Das sah aber gerade so aus, als hätte er einen Pferdeschwanz. So, und jetzt?
Jetzt müssen wir auf die Rebellion warten, die noch aussteht, um dann dort zu unterstützen, oder wie? Interesting. We'll keep our eyes peeled as we go in. Okay, einmal kurz Nase kratzen. Mit wem muss ich jetzt sprechen? Mit dem Thomas vielleicht? Oder es muss einfach Zeit ins Land streichen, das glaube ich aber nicht. There seems to be no end to the fighting. I've decided to live in this castle. People are nice. Ich glaube, das kennen wir schon. So, dann gucken wir einmal kurz bei Sebastian vorbei. Und auch, wen wir gegebenenfalls hier vielleicht noch reinholen können in unsere Party, wenn man hier überhaupt irgendwas verändern kann. So, Support Characters ist komplett geblockt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel... Ach nee, ich kann niemanden removen. Nee, ich guck mal, ob das irgendwo hell ausgeleuchtet ist, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Alles klar, wir haben also eine fixe Truppe. Ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Da muss ich ja kein Hirnschmalz investieren, kein Equipment umdisponieren und sonst was. Das hat auch so sein Gutes irgendwie. Warte mal, ich wollte auf jeden Fall zum Teacher. Ich überlege gerade schon, was man darüber hinaus noch machen und anpassen könnte. Aber wir fangen erstmal hier an. Also, achso, er bräuchte, das können wir aber im Gebäude, einen anderen Teacher. Ach, er auch, okay. So, warte mal, da bin ich ja komplett raus. Wir sind ja komplett durch. Ich brauche ja gar keinen Bujutsu-Teacher mehr. Das hätte ich vielleicht in meiner Zusammenfassung am Ende der letzten Folge auch nochmal erwähnen sollen. Gut, dass ich dafür jetzt nicht so einen riesigen Umweg gelatscht bin. Das hätte mich auf jeden Fall extrem geärgert. So, haben wir noch was zum Forgen? Das sieht auch nicht danach aus. Ja, perfekt. Okay. So, dann können wir da auch einen Haken dran machen. Dann will ich jetzt einmal kurz hier gucken. Es kann sein, dass wir in dem Chapter hier vielleicht schon gewesen sind. Ich weiß es nicht mehr, deswegen will ich einmal auf Nummer sicher gehen. Außerdem weiß ich auch nicht, ob der hier unter sein Sortiment manchmal erweitert. Wahrscheinlich nur, wenn du neue Orte besuchst und... Bin ich jetzt wieder am Anfang? Nee, noch nicht. Und die Hauptstory ein bisschen voranbringst, aber das haben wir ja streng genommen. So, ich meine, die Iron Boots, die sehen ganz interessant aus. Das ist mir aber zu teuer für 5 Pünktchen. Hätten wir da einen zweistelligen Betrag zu stehen, dann hätte ich mit mir reden lassen, aber nicht so. Ich wäre erstmal wieder gerne sechsstellig werden mit den Porsche. Ich weiß nicht, ob ich das ernten will. Das müllt mir wieder mein Inventar zu sehr zu. Ich muss erstmal gucken. Ich habe nämlich auch im Restaurant ein bisschen was falsch verstanden. Das habe ich kürzlich in den Kommentaren gelesen. Als es darum ging, bei Mami neue Rezepte herzustellen. Weil ich muss mir das nochmal angucken. Ich habe das anhand des Fließtextes, glaube ich, immer noch nicht so ganz gerafft. Aber hier ploppen jetzt nicht aus heiterem Himmel einfach neue Rezepte auf, nur weil ich irgendwas abgegeben habe. So habe ich das verstanden. Also ich muss hier bei Change Menu... Genau, irgendwas anderes auswählen. Ich glaube, darauf lief das auch hinaus. Und ich glaube, eine Egg Roll haben wir. Great Fish Cake. Hier ist auf jeden Fall... Ah, und hier, wenn du dir dann was Neues aussuchst, genau, kannst du das präzisieren. Ich habe mich ja im Grunde genommen nur eine einzige Folge überhaupt damit befasst. Ich packe jetzt hier meine Soy Sauce rauf. Hier 120 HP, 60% Chance of... Alert-Status. So, Cure Sleep. Warte mal, wenn ich das jetzt hier nochmal changen würde und daraus einen Cake ohne Spice machen würde, dann hätte ich nur den Heilungseffekt. Aber 160, das ist besser als das, was da vorhin drin stand. Okay, aber so viele Optionen habe ich jetzt hier trotzdem nicht. Ich habe aber auch nicht so viel im Inventar. Ich glaube, das hier wäre nämlich dann die Möglichkeit gewesen, zum Beispiel... Tomatoes zu verarbeiten, die ich ja relativ lange mit Dings zum Beispiel mit mir rumgetragen habe, mit Chris. Da werde ich auf jeden Fall jetzt anders raufgucken, wenn wir das nächste Mal dort irgendwas abgeben oder anpassen wollen. So, previous report. The only woman among the 12th unit of the Southern Frontier Defense Force. Oh, ist das schon wieder
lang los. Ich dachte gerade, hier wäre was Neues. Aber das ist nicht der Fall. Die zwei noch. Gut, die sind bekannt. Dann machen wir mal mit Jacques weiter. Jacques ist eh der Interessanteste hier aus der ganzen Gruppe. Da bin ich gespannt. Vielleicht werde ich diese Inquiries jetzt auch nur noch auf ihn forcieren. Und ausrichten. Einfach weil nach den ersten belanglosen Infos vielleicht die interessanteren kommen. Ich weiß es nicht. Fragezeichen, Fragezeichen. Ich nehme jetzt hier erstmal nichts mit. Im Trading-Laden. Ich habe den jetzt bewusst ignoriert, weil ich... Warte mal, aber wenn ich mir hier was mitnehme, dann kann ich das fürs Kochen vielleicht gleich benutzen. Ich weiß es nicht. Medicine, Tomato und Melon. So, warte. Ich nehme mal alles einmal mit. Und dann gehen wir nochmal kurz bei Mami vorbeigucken. Ich wollte jetzt bei dem Trader nichts mitnehmen, weil ich nicht weiß, wo mich das Spiel als nächstes hinführt, Hauptstory-seitig. Und wenn ich jetzt weiß, wir müssen sowieso nach Claria, dann habe ich ein anderes Einkaufsverhalten, als wenn man uns nach Vinay der Sexay schickt, wenn ihr versteht, was ich meine. So, Change Menu. Wenn ich jetzt... Da kann ich hier nur die Soy Sauce raufpacken. Hier auch. Und beim Grilled Fish auch. Warum kann ich mit den Tomaten nichts machen? So, Dried Fish. Das ist eigentlich egal, wo ich auf Change gehe, oder? Die Auswahloptionen sind immer die gleichen. Oder brauche ich ein anderes Symbol? Weil diese Tomatoes, die sind ja immer noch in diesem... immer noch mit diesem Handelstauschwaren-Symbol, nenne ich es mal, versehen. Und eventuell geht das deshalb auch nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall bald wieder ein Platzproblem. Das sehe ich jetzt schon auf mich zurollen. Hi! Der guckt immer so traurig. Als hätte ihn vorher jemand gehauen. Aber wahrscheinlich ist er einfach nur schüchtern und scheu, weil er uns nicht kennt. Wobei, der guckt auch so drein. Aha. Der guckt auch so drein, wenn wir mit einer vertrauten Person ihn bisher angesprochen haben, glaube ich. Komme ich jetzt an Nadir nicht mehr vorbei? Ah, doch. Ich dachte jetzt der... Ah, guck mal, der hat die aber sauber gemacht. Die ganzen Spinnenweben und alles sind weg. Alles klar. Aber kommt da irgendwann nochmal jemand hin? An den Tresen quasi? Ich weiß nicht. Hi. We beseech you to watch our show in spite of its faults. Select. The Match Girl. The story of a little girl abused by her father, forced to live by selling matches. Roaming the snowy town, hungry and cold, she strikes a match for warmth. The matches illuminate the brave little girl and her fate, and even modern audiences weep. Okay, das will ich jetzt sehen. Select the repertoire steht da oben. Is this choice okay? Change cast all out. Decide. Not enough actors, no show. The Match Girl, Phantom Granny, Passerby, Child, Narrator. Das konntest du in Ayuden Chronicle zuletzt auch anpassen. Bei Suikoden 1 und 2 weiß ich das tatsächlich nicht mehr. So, also hier kann ich Eiler mit reinbringen. Warte mal, ich nehme mal erstmal... Ah, das geht schon nicht, weil... Cheerful and likable, but she can't handle tough roles. Aber ist Match Girl nicht die Hauptrolle und ist das nicht eine tough role? Ich krieg das hier leider alles nicht besetzt, weil ich hier... Ah, schade eigentlich. Weil ich hier, ihr seht's ja, jeweils nur sie einsetzen kann und aber, glaube ich, besetzen muss. Ich könnte allerhöchstens nochmal probieren. Phantom Granny. was das hier nicht alles für Rollen sind. So, Passerby. Child hatten wir schon. Und als Narrator nehmen wir mal den Joker. So. Die Side geht nicht, ja, weil einer noch fehlt. Schade eigentlich. Ich bin gespannt, wie sie das hier ganz alles aufgemacht haben. Aber das werden wir später... auf jeden Fall nochmal zu sehen bekommen. Allerspätestens, wenn wir ein bisschen mehr Leute zur Verfügung haben, auf die wir zugreifen können. So, dann lass mich kurz überlegen. Ich weiß, wo ich bin. Ganz eventuell sollte ich vielleicht nochmal speichern. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich oben bei diesem Journal nochmal vorbeigucke. Ich glaube, das mache ich. Auch wenn ich langsam
echt so meine Bedenken habe, ob ich jemals nochmal erkenne, ob hier irgendwas neu ist. Das ist definitiv neu, oder? Nay and Roland in Love, das haben wir noch nie gelesen. Forbidden Love Between Elves. The Traveling Busker, Nay is in Love. The object of her affection is Roland of the Saxon Knights. The two are recently witnessed talking at night by the edge of a ship. According to a witness, Roland, who usually does not show any emotions, was listening to Nay, smiling. The two are elves, so it is no wonder that they have fallen in love. Nay mentioned, "We talked, but there was nothing more," responding to an interview by this newspaper. On the other hand, Roland didn't change his expression when he was interviewed and said the paper should investigate more serious matters. Let us see what happens with the two. Das ist ja voll süß, vor allen Dingen der Roland, also dem... Weiß ich nicht, der hat ja immer so unnahbar und unterkühlt gewirkt. Also ich finde das schön. Mein Segen haben sie, auch wenn... Oh, hier geht's weiter, was? A library, huh? Who would have thought I'd see this in such a rundown old fort? Must be such an unfamiliar sight to you. Das konnte sich jetzt nicht nehmen lassen, ne? What? Me? I may not look it, but I do read a lot. Cheap adventure novels don't count. Ich weiß nicht, ob die Anfeindungen von dem Joker gerechtfertigt sind. Hey Eike, du bist so lustig. Der könnte echt gut so den Marilyn Manson irgendwie covern in seinen jüngeren Jahren, wobei der dafür wahrscheinlich zu alt ist, aber trotzdem. You think you're so smart. Da steht jemand hinter dir, schreck dich nicht. Please, keep your voices low. What the? Where did you come from? I've been here all along. This guy's got no aura. It's weird. It's like he's not human. Tja, das sind die fehlenden Augenbrauen. We didn't mean to disturb you. Habt ihr aber. It's okay. This is everyone's library. It's a pleasure, Captain Godot. Was? Was? Hä, was ist jetzt gerade das Problem? Ach so, okay, die sind sehr aufmerksam, aber ist das echt so ein Staatsgeheimnis? Das war mir bis gerade eben gar nicht klar, dass der da, also okay, krass, also ich war gerade ein bisschen hoch. How do you know his name? Sprechen Sie jetzt, I don't remember meeting you before. To better protect this castle, I checked many ancient texts. I found something explaining why this became common land, as well as the reason for the war between Saxon and Grassland. And I found a sketch along with a record of the day that this was established as common land. So that's how you knew my name? Yes. Wie gechillt der auch bleibt. That's some memory you have. Also ich meine, der Eike... Der weiß aber auch wahrscheinlich, dass die nie ernsthaft zustechen würden jetzt. I didn't know you had anything to do with this castle before, Captain. You should have said something. I'm sorry. It's okay. It doesn't bother me. Die Ruhe selbst und es dudelt die Musik fröhlich vor sich hin, als wenn es hier gerade nicht kurz davor stand, ein Blutvergießen zu geben. Alles klar. So, books are meant to be enjoyed. War das jetzt eine optionale Szene? Eieiei, jetzt geht das hier schon wieder los. Ich lese jetzt gar nichts davon, denn ich glaube, das stand hier früher auch alles schon. Ich hoffe, dass in Suikoden 4, wenn du neue Bücher findest und auch im 5. Teil, dass es irgendwie kenntlich gemacht wird, was du schon gelesen hast und was nicht. Für so einen Let's Play-Rahmen ist das echt nicht so einfach zu überblicken. Wobei ich könnte mir im 4. Teil das dann natürlich auch aufschreiben. Oder immer screenshotten, bevor ich dann die Bibliothek verlasse. Das würde auch gehen. So, raises chances of repelling false magic attacks. Wir machen einmal das hier hoch und das andere, glaube ich, auch einmal. Ja, bleibt ja auch nichts anderes mehr übrig. Von daher sollte das eigentlich passen. Sehr gut, dass das nochmal funktioniert. Ich glaube, wir gehen gut gestärkt in dieses Kapitelende, auch wenn es vielleicht noch weit weg ist. Ich wollte damit nicht andeuten, dass es unmittelbar bevorsteht, aber viel mehr kannst du ja hier auch nicht machen.
Wobei bei Joker kann man noch so ein bisschen drauf spekulieren, dass er die letzte Zeile nochmal mit irgendwas Schönem gefüllt wird. Platz hat er noch ein bisschen. Bei ihr sieht's mau aus. Jacques hat auch noch 2 Slots sogar frei. Da soll mal was passieren. Shield Magic und Earth Magic. Was habe ich zuletzt öfter genutzt? Ich glaube, bei Earth Magic, da ist doch Earthquake auch mit drin, ne? Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Wobei am Ende vermutlich beides ähnlich relevant sein könnte. Kein Plan. Es ist eh Ende Gelände. Also ich kann mir jetzt eigentlich... bis auf ihn brauche ich eigentlich gar nicht mehr Skillpoints sammeln. Außer, dass ich ab und zu mal gucke nach Level-Ups, ob die was Neues haben. Das ist dann aber wiederum geil, wenn was Neues aufploppt und du hast direkt die ganzen Punkte und kannst du da reinballern. Das nehme ich natürlich gerne mit. Es muss halt nur auffallen, ne? Du bekommst leider auch keine Einblendung, wenn... Ich wollte da, glaube ich, gar nicht hin. Du bekommst keine Einblendung, wenn was Neues gelernt wurde. Oder ich habe sie bisher einfach nur übersehen. Kein Plan. So, Thomas. Bist du hier irgendwo? War diese Begegnung mit Eike jetzt wichtig? Aber warte mal, ich müsste mich eigentlich auch... Ja, dass wir uns hier nicht ins Bett legen können, das ergibt voll Sinn. Ich hätte bei Sebastian, hätte ich mich einmal ausruhen sollen. Oh, hello, I was just thinking about something. Ja, wäre auch komisch, wenn in deinem Kopf gar nichts vorgehen würde, vor allen Dingen in deiner Rolle. Wobei Kopf abschalten manchmal auch helfen kann, wieder Kraft zu tanken. Bin ich aber sehr schlecht drin. Also Kopf frei kriegen, weiß ich nicht. Habe ich am ehesten tatsächlich beim Autofahren. Deswegen mag ich das auch so. So, dann lass uns mal gucken, ob ich jetzt hier... Genau, ich habe hier nämlich noch was zum Abstellen. Und genau, das werde ich auch tun. Ich hoffe, ich hatte keinen... Achso, das steht da schon. Ich habe gerade die ganze Zeit auf irgendeine Animation oder Kamerafahrt gewartet, aber da passierte ja letztlich nichts. Na gut. Okay, nehme ich jetzt einmal alles mit. Ich weiß halt nicht, mit wem ich sprechen muss, damit es hier weitergeht. Ich werde jetzt nur, damit ich das Haus am Ende auch abschließen kann als Ort des Geschehens, hier einmal ein bisschen genauer noch hingucken. Aber vielleicht müssen wir auch einfach nur vor die Türe treten. Vielleicht war diese Szene mit Eike gerade ausschlaggebend, damit es jetzt hier weitergeht. Ah ja, hier sind sie auch schon. Look, we really shouldn't be walking around drawing attention to ourselves. The battle is set for tomorrow. Go find a room somewhere and get some rest. Yeah, the soldiers seem pretty busy with their preparations, but they might be coming back soon. There ought to be plenty of empty rooms in this place. We just have to avoid being discovered. Ist das so klug, an dieser Stelle hier vertrauliche Dinge zu besprechen, wenn um einen herum auch über einem alle Leute mithören können? I suppose. Let's look around some more. Ich mache das nur, um speichern und vorher noch übernachten zu können. Yeah, let's do that. Ich hoffe, die bleiben jetzt hier... Oh no. Wie sag ich denn den Leuten dann, dass es weitergehen soll, wenn ich jetzt ready bin? Oh nee, ey. Jetzt darf ich gleich schon wieder die ganze Stadt ablaufen und nach dem richtigen Weg suchen. Aber vielleicht wird mit der Übernachtung auch was getriggert. Ich weiß es nicht. So, hallo Sebastian. So sieht man sich wieder. Stay at Inn. Und bitte, wenn ich Stay nehme, kann ich auch saven, oder? Stay und save, genau. Das hätte ich gerne als Kombipaket, please. Please come again. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, kann jetzt bitte noch mal was passieren, wenn ich jetzt hier reingehe. Ich möchte jetzt das andere auswählen. Weil sonst bin ich komplett lost und habe wieder gar keine Ahnung. Jawohl! Die Frage kommt nochmal. Don't you think we should hide now, Captain? Gott sei Dank, I suppose. Bitte. Yes. Then we'd better quickly find a place to hide. Any ideas? Find something quickly. I wouldn't waste time trying to find a feather bed or a down pillow around here. Ich weiß nicht, unter der Treppe? Ich glaube, das wird zu auffällig, ne? No way. Who needs all that pampering anyway? So eine große... Menschengruppe kriegst du halt auch nicht einfach so versteckt. Alle in Fahrstuhl? Alle hinter den Tresen? Das ist eine gute Idee. Das ist echt eine gute Idee. Wenn du das betrittst,
Und dass ihr Menschen leer ist. Achso, vielleicht ist das gar nicht das Versteck. Und er sitzt ja einfach nur wieder in sich gekehrt. Captain. Where's everyone else? Isla and them are asleep. Right now, Jacques is keeping watch. Komm, jetzt ein bisschen Deep Talk, bitte. I've been in the Defense Force almost 20 years. I remember sneaking into Grassland by myself long ago. This castle looks pretty much the same as it did then, only more weathered. I felt something was off, so I took a look at that sketch in the library. I don't know when it was made, but something baffles me. When the common land was established, I was present, along with a man who now calls himself Jimba. I was on the Grassland side, he was on the Zexan side. This is where Jimba and I said farewell to a man we considered a true friend. I wanted this place to remain free of anyone's control. That's also what our good friend desired. Friend? Huh? That's... Huh? Yes, the true lightning rune. Okay. Then your friend is the flame champion, Detlef. Yes. Die hat man beim ersten Chapter von Godot auch ganz am Anfang. Also da war noch eine dritte Person, da war Godot, der war ein Flame Champion, also der Detlef halt und noch jemand gewesen. Also aus Spielersicht wusste man das ja vielleicht schon, aber dass er diese war das die Lightning oder Light Rune? Ich weiß nicht mehr. Tja, dabei hat, das ist glaube ich neu. But he disappeared. I've continued to postpone my demise by holding on to this rune, here in my right hand. I'm stuck in the purgatory of infinite life. Aber krass, dass er sich ihm jetzt hier so anvertraut. Das ist ja schon ein ziemlicher Meilenstein, so. Captain, the destiny that you've shouldered all this time is a burden whose weight overwhelms me. As for the rune and the sketch, I prefer to forget about all that. I'm sorry, Wang. Wang? It's been a while since I've been called dead. Das heißt, es ist ein richtiger Name. Okay. Ich glaube, mein Wunsch nach Deep Talk wurde erhört, auch wenn das Gespräch jetzt nicht allzu lange dauert. Aber wir haben ein bisschen was erfahren. Everything's okay. They're all gathering around the entrance to the castle. I guess we'd better get going then. Ich wollte gerade get along sagen, warum auch immer. Hat gar keinen Sinn ergeben. Na gut, dann lasst uns mal vor die Türe treten. Gespeichert habe ich eigentlich. Sind wir ready für alles, was uns erwartet? Fragezeichen, Fragezeichen in Klammern. So, Cecile, finden wir dich hier noch? Nope. Ah doch, da ist sie. Gerade habe ich sie aber nicht gesehen. Okay, I'm heading back to the manor as planned. Everyone be punctual. Okay. Ach, der schon wieder. Den haben wir ja alle nicht vermisst. They're running away! After them, after them! Yes, sir! Wir sind wahrscheinlich schneller. Denn wir haben keine dicken Rüstungen. Dann braucht ihr nur einmal schießen und wir fallen um. Alright, this is as far as you go. Who are you? No one of note, and I'll take issue with the fact you chase after little girls like this one. Pick on someone your own size. Let's go. Yeah. Geil. Okay, hoffentlich versemmel ich das jetzt hier nicht. Ach, das ist ein ganz normaler Kampf. Ich dachte, wir kommen jetzt hier in diesen Schlachtenmodus. Ich mache jetzt mal hier Autokampf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt die allerstärksten Gegner sind. Beziehungsweise möchte ich nochmal daran erinnern, dass wir hier mit ausmaximierten Waffen unterwegs sind, mit fast ausmaximierten Skills.
Und ja, die können halt nichts. Guck mal, die fallen wie die Fliegen. Wie die Schmeißfliegen. Die haben nicht mal eine Runde überlebt. Okay, ich fühle mich mit meiner Gedow-Truppe gerade sehr, 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 sehr sicher. Mal gucken, wie lange noch. Vielleicht war das aber auch nur die erste Welle. Guck mal, wie die angeordnet sind, als hätte jemand so drapiert. Well, it looks like the little boy went toward the manor house. I suppose we should follow. Okay, dann machen wir das doch. Das heißt, wenn ich jetzt versuche rauszugehen, werden wir wahrscheinlich aufgehalten. Captain, that's the entrance. We should follow them. Machen wir. So, warte mal, habe ich jetzt eigentlich überhaupt irgendeinen Schlag kassiert? Ey, die haben mir nicht mal ein Schadenspünktchen ausgeteilt. Was für Luschen. Also, jetzt kommt der Hochmut, ich sag's euch. Jetzt kommt der Hochmut. Ich will nochmal abspeichern. Ah, nee, kann ich gar nicht. Der Sebastian ist gar nicht hier. Na gut, dann hat sich das erübrigt. Also nicht, dass ich jetzt Angst hätte, den Kampf nochmal zu machen, ne? Aber es wäre eine Zeitersparnis, das zu unterbinden, wenn es hart auf hart kommt. Yo, ho, ho, we're doing pretty well here. Mr. Piccolo, we're going. Ja, ja, lacht die mal nicht zu laut aus. Sie sind ja auch nicht tot. Die hören alles, was ihr sagt. Schätze ich. They're doing well. Okay. Ich gehe jetzt aber schon hier lang weiterhin, oder? Die Zwischenszene habe ich gerade nicht so ganz gerafft. Das sieht aber gut aus. We're just going to have to do the best we can right here. Right. Let's hope for the best and fear for the worst. Yeah. Und hier sind wir. Danach will ich aber ein schönes Buffet hier haben. Zur Feier des Tages, wenn das alles überstanden ist. It looks like they all got in the house safely. They must be planning to defend themselves from there. Good strategy. So it's just like we planned. We can sneak in using the secret passage we found yesterday. This castle looks like it has secret passages everywhere. Hope no one else plans on using them. Welche Secret Passage meinte er denn? Die mit dem Fahrstuhl runter oder eine andere? Hoffentlich wird das noch präzisiert. Oh my. Wir sind da, Leute. Wow, how'd you get so strong? Do you have a special diet? I'm not about to lose to some country gang. Country gang, interessant. Damn. Close your eyes. Ah, das hat der Feind aber vielleicht auch gehört. Und wenn wir es zu spät gehört haben, haben wir jetzt auch ein Problem. So, da eure Vorgänger auch schon die totalen Luschen waren, werde ich jetzt hier nicht an meine starken Zauber rangehen. Ey, der hat das gerade abgeblockt, die Sau. Okay. Ey, der hat das auch abgefangen. Da fange ich schon an zu stottern. Was passiert hier? Das geht so nicht. Ey! Du hast mir ein Haar abgerissen. Dieses eine Schadenspünktchen. Dafür wird es Blutrache geben. Du und all deine Freunde. Alle werden sie sterben. Dieser eine Schadenspunkt, den werde ich dir nie vergeben. Niemals. Damage Term. Danke. Oh, jetzt haben wir schon drei davon. Können wir bald einen Stand mit aufmachen. What happened? What's going on here? Are you responsible for this? Don't be ridiculous. How could I be? Hurry up, everybody. We have more enemies to face. Nein. Nein, ich will nicht gegen euch kämpfen. Hört doch mal auf jetzt. They're sure keeping me on edge. They're doing the best they can. If those guys break through here, that's the end of it. I'm just glad we don't have to stick our necks out that much. Okay. Nee, das sah gerade so aus, als hätten die uns angreifen wollen, weil die Kamera das auch so suggeriert hat. Aber wir sind doch alle jetzt am Boden. Also, außer die, die jetzt hier gerade nachrücken. It's high time you people gave up. If you continue to resist, you'll be charged with treason. How many battles has this been? I'm getting really tired. What I wouldn't do for another flash of light to strike them down. Aber warum kämpfen wir denn jetzt nicht?
We have to learn to defend this castle ourselves. We can't depend on help from the outside. You're absolutely right. Ja, aber Hilfe annehmen gehört auch zur Überlebensfähigkeit, sage ich mal, und kann auch eine Strategie sein, um den eigenen Hintern zu retten. What are you all talking about? Tja. Oh, I can't watch this anymore. That bully's got my blood boiling. I'm going to shoot this arrow. Vielleicht sollte der Chef erstmal sein Startsignal geben. No, don't even think about it. It will give our position away. Is that a problem? Yes, it is. All right. It looks like they made a move. They've gone outside. Okay. Also ich hätte nur eingegriffen, wenn die anfangen würden, körperlich zu werden oder irgendjemandes Leben bedroht wäre aus der Thomas-Truppe. Aber so macht Rückzug wahrscheinlich schon mehr Sinn. Und nu? What is this? An invasion into Grassland isn't permitted without a council resolution. You will have to leave the premises immediately. Und tschüss. Ich glaube, das läuft alles noch nach Plan. Why? I never... Damn you all! I hate you! How could this happen? I won't forget this next time we will take this castle as your enemy. I think there's something more important to deal with here, counselor. Huh? It's become known that a few council members have been taking bribes from the Holy Kingdom of Ammonia. These traitors are causing quite an uproar in Vinedesexe. I don't see how you can remain head of the Merchant's Guild when you've upset customers so badly. I don't know what you're talking about. Then you'd better hurry back to Vinedesexe to prove your innocence before they come after you. That's preposterous. Of course I'm innocent. Tja. Dann macht das mal den Leuten vor Ort begreiflich. Und wir? Uh-oh, it looks like Salome's plan is unfolding. Jawohl, und mit diesen Worten, ihr Lieben, werde ich mich jetzt so langsam aus dem Part verabschieden. Ich weiß, es ist schon wieder eine gemeine Stelle. Dafür haben wir beim nächsten Mal eine klare Marschlinie. Ich glaube, wir werden hier auch noch eine Weile bleiben. Aber Salome's Plan ist eigentlich ein guter Aufhänger, um jetzt hier Schluss zu machen. Weil mit Salome's Plan fing dieser Part an. Und mit diesem Plan geht es nicht ganz zu Ende. Aber er wird hier thematisiert. So rechtfertige ich das jetzt einfach. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.